Ich wurde auf YouTube demonetarisiert. Warum? Nun, YouTube schreibt mir dazu Folgendes. Und ich blende euch erstmal das Formular ein, wo YouTube mir wirklich alle Gründe genannt hat, warum ich demonetarisiert worden bin. Hier seht ihr es, hier in der Mitte, Belästigung. YouTube nennt mir nur einen einzigen Grund, und zwar Belästigung. Also, YouTube sagt mir nicht, wen ich belästigt haben soll, wo ich wen belästigt haben soll, wie ich das gemacht haben soll. Keine einzige Info. YouTube wirft mir nur aktiv sage ich schon, YouTube wirft mir nur irgendwie abstrakt vor, ich hätte irgendwann irgendwen belästigt. Ohne einen Grund. Also totale Willkürherrschaft, die hier auf YouTube herrscht. YouTube wirft Streamern einfach so vor, ja, du hast den belästigt und klaut ihnen dann einfach mal alle ihre Werbeeinnahmen. Das ist, wie gesagt, komplett skandalös. Ich würde auch behaupten, das ist rechtswidrig. YouTube darf nicht einfach so Kanäle demonetarisieren, ohne dass es dafür einen Beleg hat. Ich habe gegen diese Entscheidung natürlich auch schon Beschwerde eingelegt. Ich werde dagegen auch rechtliche Schritte ergreifen. Und ja, hoffe natürlich, dass ich damit erfolgreich habe, beziehungsweise ich hoffe schon, dass die Beschwerde erfolgreich hat. In dem Sinne, ich habe YouTube auch schon getaggt, ich habe die auch schon angeschrieben, die antworten mir nicht, die haben auch auf die Beschwerde noch nicht geantwortet, aber in dem Sinne, folgt mir bitte auch noch auf Odyssee und auf Rumble, einfach damit wir unabhängiger von solchen Plattformen wie YouTube werden. Hier seht ihr meine Kanäle auf Odyssee, die sekundäre Agitation und Agitator der sozialen Marktwirtschaft und auf Rumble, Agitator der sozialen Marktwirtschaft, einfach damit wir unabhängiger von YouTube werden. Wenn YouTube mir vollkommen willkürlich einen Strike verpasst und mich anschließend völlig willkürlich, ohne genauere Begründung demonetarisiert, dann kann es eben auch sein, dass YouTube mich ohne genauere Begründung löscht. Und wie gesagt, ich werde dagegen, sollte YouTube diese Entscheidung nicht von selbst zurücknehmen, sehr wahrscheinlich auch rechtliche Schritte ergreifen. Aber aktuell bin ich demonetarisiert und das ist, wie gesagt, komplette Willkür. Es war ja auch schon beim guten Proletopia so, der vor einiger Zeit von Twitch demonetarisiert wurde. Ich wurde jetzt ohne genauere Begründung von YouTube demonetarisiert. Wie gesagt, Belästigung, das ist keine Begründung, das ist gar nichts. YouTube sagt ja nicht, was ich falsch gemacht haben soll, sondern nennt nur einen allgemeinen Punkt. Das ist lächerlich und ich würde behaupten, sowas hätte vor einem ernsthaften Gericht wahrscheinlich, also würde vor einem ernsthaften Gericht auf keinen Fall durchkommen. In diesem Sinne hoffe ich, dass diese Entscheidung sehr bald rückgängig gemacht werden wird. Und ja, folgt mir auf Odyssey, folgt mir auf Rumble. Links dafür in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei. Das, was YouTube hier abzieht, geht gar nicht. Und wir müssen befürchten, dass das noch weitere linke Creator treffen wird. Ich werde nicht der Letzte gewesen sein. Beziehungsweise YouTube wird noch schlimmere Maßnahmen wie beispielsweise Kanalsperrungen gegen Leute aus unserer Bubble ergreifen. Proletopia lässt grüßen an der Stelle.